Infos zur kostenlosen Free-to-Play-Version. Die ursprüngliche Kampagne von Wings of Liberty. Erlebt die ursprüngliche epische Kampagne, mit der die Saga von StarCraft II ihren Anfang nahm. Falls ihr Wings of Liberty bereits gekauft, aber schon eine Weile nicht mehr bei StarCraft II reingeschaut habt, gibt es gute Neuigkeiten für euch. Wenn ihr Wings of Liberty schon besitzt, erhaltet ihr kostenlos den zweiten Teil der StarCraft II Kampagne. Heart of Tiswarm. Loggt euch also zwischen dem 8. November und dem 8. Dezember ein und holt ihn euch. Ihr erhaltet außerdem Zugriff auf den gewerteten Mehrspielermodus, wo ihr euch mit anderen Spielern messen könnt, um zum Besten der Besten zu werden. Das beinhaltet alle Mehrspielereinheiten aus Wings of Liberty, Heart of Tiswarm und Legacy of Tivoid. Um diesen Modus dauerhaft freizuschalten, müsst ihr nur 10 erste Siege des Tages im ungewerteten Modus oder gegen die KI einfahren. Auf diese Weise wollen wir die Qualität und Integrität der gewerteten Spiele wahren. Alle aktuell und zukünftig verfügbaren Koop-Kommandanten können kostenlos gespielt werden, bis sie Stufe 5 erreichen. Außerdem wurde die Stufenbegrenzung für wöchentliche Mutationen entfernt. Diese besonders herausfordernden Missionen könnt ihr ab jetzt direkt mit euren Freunden angehen. Die Koop-Kommandanten Rainor, Kerrigan und Artanis bleiben vollständig kostenlos. Das heißt, ihr könnt mit ihnen nach Herzenslust Stufen aufsteigen.